Shalom Aleichem, guten Morgen, Zera Shimshon, Parashat Vayeshev, Lerefuah Shlema von Elia ben Yehudit und Joshua. Und wir werden beginnen mit einem Kapitel Tehilim für Shalom und Schutz in Eretz HaKodesh, in Eretz Israel. Und wir werden sagen, Kapitel 23 zusammen. Mizmor le David. Adonai roi lo echsar binot deshe yarbitzeini al mei menuchot yenaaleini. Nafshi yeshovev yancheini bemaaglei tzedek leman shemo gam ki elech begei tzalmavet lo ira ra ki ata imadi shivtecha umishantecha Heima, Yenachamuni, Taroch Lefanai Shulchan, Neged Zorerai, Dishanta Bashemen Roshi, Kosi Revaya, Ach Tov Vachesed Irdefuni, Kol Yemei Chayai, Veshavti Bebeit Adoinoi Leorech Yamim. Vayehi Adoinoi et Yosef, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. Hör mal das Wort ויהי. Wie oft kommt das in diese Pasuk? Der Zera Shimshon, gefällt ihm nicht das Wort ויהי. ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. Da war Gott mit Josef, wurde ein alles glücklich ausführender Mann und wurde dies in dem Haus seines mitzrischen Herrn. Also, der erste Pasuk, der Zera Shimshon sagt, muss man Dikduk machen. Warum gibt das dreimal das Wort Vayehi und es war und es war und es war in einem Pasuk? Er soll man schreiben, der hat ihm gedient, der hat ihm gefallen und Shalom. Hat man schon gesagt, dass er hat ihm eingestellt und dass er hat ihm alles gegeben in der Hand. Es ist noch nicht die Ende mit der Geschichte Vayehi. Hör mal gut zu. Pasuk hey. Vayehi. Meaz ifkid oto bebeito, val kol asher lo, vayevarech Adonai et bet ha-mitzri, biglal Yosef, vayehi. Birkat Adonai bechol asher lo, babayit ubasade. Da war es nun, seitdem er ihn in sein Haus und über alles, was er hatte, als Verwalter eingesetzt, segnete Gott das Haus des Mitzri in Josefs Veranlassung. Segen Gottes war in allem, was er hatte, im Haus und auch dem Feld. Also nicht nur zu Hause war Bracha, Segen, auch überall, Früchte waren gut, Katschkes waren gut, Hühner waren gut, Tiere waren gut, Pferden waren gut, Hunde waren gut, Masel, 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 überall Masel. Es gibt Menschen, sie bringen dir Masel, Glück, die sind so wie Amulett, so nennt das die Zera Shimshon. Es gibt Menschen, die sind für dich ein Amulett, ein Kamer, und es gibt Menschen, die sind für dich Schlimassel. Also man braucht sie wie ein Loch im Kopf. Also es gibt Menschen, die bringen der Mensch Masal, Masal, Masal. Der Zera Shimshon fragt, warum steht geschrieben am Anfang dreimal Vayehi? Es soll man schreiben einfach, der hat ihm gedient und er hat ihm gut gefallen. Und was ist diese Gunst? Was ist diese Gunst? Was hat er gesehen, dass diesen Diener, dass diesen Sklave, die hat er gekauft, ist was Besonderes. Und der Zera Shimshon gefällt ihm auch sehr dieser Satz. Da war es nun, seitdem er ihn in sein Haus und über alles, was er hatte, als Verwalter eingesetzt. Okay, vergiss nicht bitte diesen Einzelheit, okay? Diese Einzelheit über alles. Also voll Vertrauen. Verstanden? Voll Vertrauen. Nicht so, ich hab ein bisschen Vertrauen, ja, schkoyach. Alles. Zu Hause, draußen, überall. Gut.
Film schon beginnt. Er beginnt mit einer sehr, sehr unpolitically korrekt für heute Thema. Aber es ist mir ziemlich egal. Die wollen nicht Torah lernen, sollen gehen trinken Kaffee in Paris. Wir lernen Torah. Und wenn jemand es nicht gefällt, soll er bitte diese Schuhe überspringen. Baruch HaTorah Adinu Eloheinu Melech HaOlam Shakon Yom Yidvoi. Amen. Sagt der Zera Shimshon, er bringt das von Pirkei Avot. Steht geschrieben in Pirkei Avot, Kapitel 2, Mishnah 8, viele Dienerinnen mehren zu Hause Unsucht. Prizes, also Niuf, Balagan von Frauen. Viele Knechte mehren Dieberei. Also hast du viele Leute bei dir zu Hause, die arbeiten, dienen dir. Was hast du zu Hause? Ganoven. Du denkst, ob sie klauen oder nicht? Ja, sie klauen. Macht Schlocken, die klauen. Also Arbeiters klauen und Frauen, wenn sie dienen, sie können sogar ihre Chef verführen, so wie die berühmte Geschichte von Smirmis. Es war ein König von Aschur, der hat einen Palast und er hat eine Dienerin, die hieß Smirmis. Sie war sehr, sehr attraktiv und hübsch und sie hat immer so Augenlach und Wimperlach gemacht dem König und sie hat ihm natürlich als König gedreht im Kopf. Und die Dienerin Smirmis hat nicht gemocht dem König, aber sie hat ihn ausgenutzt, um weiter zu steigen. Ein Tag sagte Smirmis zu Ninus, liebst du mich? Sagte, ja, sehr. Ich liebe dich wirklich. Ich liebe deine inneren Werte. Deine Neshome liebe ich. Sagt sie, wenn du mich liebst, wirklich von die inneren Werte, von die Seele, gib mir einen Tag, König zu sein, Königin zu sein. Das alles, was ich sage, soll man gemacht werden. Bitte schön. Er gibt sie die Krone, er gibt sie die Zepter, er gibt sie die Ring, sagt aber Smirmis zu Ninos, nein, das ist keine volle Vertrauen. Sag bitte alle Sklaven und alle Dealers, dass heute ist Smirmis die Dienerin, Königin für einen Tag und alles, was sie sagt, so soll man machen. Er ruft alle Leute, macht eine Pkuda, einen Befehl für alle Arbeiter, alle Diener. Heute ist Smirmis die Königin. Und alles, was sie sagt, soll man machen. Er hat sie gegeben, die Kleider, die Krone, die Zepter. Am Anfang hat sie begonnen, kleine Sachen zu befehlen. Mach das, mach jenes. Und sie wollte noch prüfen, ob sie wirklich machen alles, was sie will. Und dann hat sie gesagt, nimm den König Ninos und fange ihn mit Fesseln. Haben sie gemacht. Danach hat sie gesagt, nehmen Sie ein Schwert und hacken ihm den Kopf. Haben sie gejagt. Und dann, sie war Königin jahrelang, die Königin von Aschur. Also, du bringst eine Dienerin zu dir nach Hause, Haushälterin, Sekretärin, wie auch immer. Wie gesagt, das ist nicht politisch korrekt heute, aber geh davon aus, es kann bringen zum Unzucht, wenn du voll Vertrauen gibst. Genauso ist auch bei Männern. Viele Dieners, die Dieners kommen doch dir nicht zu dienen, die sind nicht so liebvoll, ah, wie schön dich zu dienen, Herr König. Also das ist nicht jetzt der Diener von die Lubavitcher Rebbe, Berl Ganzburg. Berl Ganzburg war ein junger Mann, der war der Diener von die Lubavitcher Rebbe, der war ein Single, der hat nie geheiratet. Der hat gesagt, ich bin geboren, um dem Rebbe zu dienen. Unglaublich, wirklich. Berl Ganzburg war der Diener von dem Rebbe bei sich zu Hause. Das, die Dieners, die wollen, die Sklaven, die wollen arbeiten. Was wollen sie? Sie wollen schnell kassieren. Und so lese ich euch jetzt von dem Zera Shimshon Wort bei Wort. Potiphar hat ihn gekauft und die Dieners, die sind verdächtig auf Dieberei. Aber dieser Josef,
Seitdem ist er gekommen zu dem mitzrischen Haus, gibt eine Bracha. Alle Dieners und Mägde, die sind verdächtig auf Unzucht, aber der nicht. Der will nicht mit der Frau von Potiphar das machen, das was sie will. Und darum steht geschrieben, Vayehi Hashem mit Yosef, Hashem war mit ihm eins. Er war nicht verdächtig auf Klauen, Vayehi Ishmatzliach, er war nicht verdächtig auf Unzucht. Vayehi Bebeit HaMitzri, auch wenn das ist, war ein mitzrisches Haus. Trotzdem, Hashem war mit ihm, auch in dem mitzrisches Haus. Das heißt, es gibt Juden, sie bringen in dein Leben Broche Watzloche. Sagt der Serashim schon, es ist bekannt in der Welt und der Nazi von Wolozhin bringt das auch. Viele Länder, die haben Erfolg und sie wissen nicht warum. Der Grund ist, sie haben dort Kinder von Jakob und Josef. Sie haben dort Juden. Wenn ihr habt Juden im Land, es bringt euch Segen. Unglaublich. Wo sieht man das? Bei Ovede Domagiti, der Aaron Abrit war bei ihm, es hat ihm gebracht Reichtum. Daniel bei Nebuchadnezzar und es gibt lange, lange Beispiele. Sagt der Serashim schon, wenn Potiphar hat gespürt, dass Hashem ist mit Josef und er hat Erfolg und super Erfolg und größten Erfolg in alles, was er tut und Potiphar spürt Erfolg für sich, Erfolg für den anderen, Erfolg zu Hause, Erfolg im Feld, deshalb sieht er, Vayehi, Hashem ist die ganze Zeit mit ihm. Dann hat er gesehen, dass Josef ist wie eine Sgula, er ist wie ein guten Amulett. Der Serashim schon erzählt dir etwas, einen kabbalistischen Punkt. Es gibt so eine Sache, die heißt Amulett. Amulett, das ist ein Pergament, wo man schreibt verschiedene Namen von Engel oder Psukim. Und es hilft Menschen. Es hilft. Und ein Beweis, dass es hilft, steht in Shulchan Aruch geschrieben, wenn jemand will ein Amulett tragen am Shabbat, es ist erlaubt. Warum? Weil es hilft ihm. Psychologisch, psychosomatisch, Placebo, wurscht. Wenn es hilft, hilft. Wie weiß man, ob ein Amulett ist ein guter Amulett oder nicht? Wenn es hilft, dreimal oder drei Menschen, Shabbat Shalom, es ist wunderbar. Also dann weißt du, dass dieser Amulett ist eine gelungene Sache. Genauso wie ein Amulett, es gibt Menschen, die sind in dein Leben Amulett. Und es gibt Menschen, die sind in dein Leben Apechvogel, Apech. Zinimu Pachim, also Pachim bedeutet Pachaspa, Mülleimerkiste. Also immer wenn du mit den Menschen zu tust, Pachim, Pech, 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 Pech. Hast du mit einem Mensch dreimal Pech gehabt? Tschüss, Shalom. Sei frisch gesund und mit Sugar suchen Zinim und Pachim. Josef aber bringt dem Amulett. Masel, Masel, Masel. Und weil er ihm bringt so viel Bracha, so wie man sagt, Chamsa, Chamsa, Chamsa. Josef ist der Typ im Judentum, der bei ihm gibt das keine böse Auge. Hat keine böse Auge. Wenn einer sagt, böse Auge ist Quatsch mit Soße, dann soll er wissen, er kommt von Stamm Josef. Also wenn einer sagt, ich glaube nicht an böse Auge. Also ich glaube an böse Auge. Aber wenn jemand glaubt nicht, Raskin sowieso glauben an böse Auge. Es ist genetisch geerbt. Also von Oma, von Opa, also du kannst nicht mehr selbst denken. Toi, toi, toi und berufen, Knoblauch, Salz. Als Kind habe ich gesungen, die Oma hat mir gelegt, Knoblauch in die Tasche, soll nicht böse Auge sein. Gut, aber es gibt Menschen, sie sagen, ach, Hashem ist der Balabos, er ist der Herr, er ist der Schöpfer, Sause, genug. Keine böse Auge, das ist Josef. Josef, seine Sgula, sein Amulett ist volle Emunah an Hashem und keine Angst von Menschen. Aber, stell mal vor, sagen die Datskenim, Baalei HaTosfot, große Rabbiner aus Provence und Chizkun, Rabbi Chizkia ben Manoach bringt er. Josef hat geheiratet mit wem? Mit Osnat. Wer ist Osnat? Osnat ist die Tochter von Dina. Die wurde von Schrem vergewaltigt.
und von diesen gezwungenen schrecklichen Tragödie ist geboren ein Mädel. Was macht man mit so einem Mädel? Ist doch eine Schande für die Mischproche. Ein Kind geboren nicht ehrlich. Ich weiß nicht genau, was war. Ich erzähle euch nur das, was die Midrashim erzählen. Jakob hat gemacht, die Osnat, so ein Kamea, so ein Amulett. Und in dem Amulett stand ein Pergament. Ich bin Misaroi von Josef. Ich komme von Samen von Jakob. Also ich stamme zu dem Stamm Jakob. Als Josef kam nach Mitzrayim und Potiphar hat ihn gekauft. Potiphar hat ihm gegeben die Osnat. Warum? Weil die Osnat hatte irgendein Amulett. Und ein Tag, Josef ist gefahren in Mitzrayim und alle Mädelach haben auf ihn geworfen Blumen und schöne Sachen. Und sie hat rausgenommen die Kette und geworfen zu Josef. So erzählt die Chizkuni. Und die das kennen wir bei der Tosfot. Und sie wollte ihm gefallen durch den Amulett. Josef nimmt den Amulett von Osnat, öffnet und steht geschrieben, ich bin von Saroi von Jakob, ich gehöre zum Mischpocha von Jakob. Also, der hat sie geheiratet. Also, wer gibt ihm die Osnat? Der Potiphar. Also er sieht, der Mann, egal was er tut, er bringt dem Segen. Darum bringt der Serashim schon fünfmal Vayehi. Es ist so viele Passierungen passiert, dass er hat gespürt, nicht dreimal, dass der Mann bringt ihm Segen zu Hause, Segen in dem Feld, der chappet nicht mit seiner Frau. Wie sagt Josef zu dem Potiphar als Selika, die Frau wollte ihn verführen? Der hat alles mir gegeben in diesem Haus außer dir. Warum soll ich gegen meinen Chef vergehen? Ein Fehler. Also er hat mir voll Vertrauen gegeben. Vertrauen will ich nicht brechen. Und so, die Tochter passt ihm, er hat gesehen nur einen Segen. Der Serashim schon sagt, jetzt, nach dieser Geschichte von Josef, lernen wir etwas sehr interessant von Ovadia. Es war ein Ger Edomi, ein Edomer, der hat sich zum Judentum Proselyt geworden, der ist geworden Ayid. Und er ist geworden einer von vier Propheten, einer von den vier Schülern von Prophet Eliyahu Anavi. Eliyahu Anavi hatte vier Schüler, Elisha, Micha, Hamorashti, Jonah Hanavi und Ovadia. Ovadia war eine Ger Adoime. Wieso Hashem hat ihn gemacht als Ger, als Proselyt und als Prophet? Weil er hat gerettet 100 Propheten. Und er hat 50-50 verteilt. Und das hat er gelernt von Jakob. Dass Jakob wollte nicht die ganze Vermögen in ein Ort zu bringen. Daher lernen wir im Judentum, ein Mensch soll nicht, wie man sagt, alle Eier in eine Tasche legen. Leg nicht dein ganzes Geld in eine Wohnung. Leg nicht dein ganzes Geld in eine Schrank zu Hause. Weil wenn der Schrank brennt, soll sein noch ein Schrank. Also hast du 2000 Euro zu Hause, leg nicht die 2000 Euro in demselben Slick, in demselben Steckort. Leg das in zwei Plätze. Leg nicht dein ganzes Geld in eine Bank. Leg dein Geld in zwei Banken. Warum? Was passiert, wenn diese Bank, wenn die Deutsche Bank geht bankrott? Hast du Sparkasse? Also, dann nimmst du eine andere Bank. Dann hast du nicht deine ganzen Vermögen in einmal, Shabbat Shalom. Ja, noch ein Konto, noch Geld bezahlen, noch Investitionen. Ja, das ist die jüdische Einstellung. Was soll ich euch sagen? Willst du nicht in Deutschland noch ein Konto, mach noch ein Konto in Israel. Also irgendwo brauchst du noch irgendwo das Geld. Es kann nicht sein, dass der Mensch alles legt in einen Ort. Und diese Idee und noch mehr hat gebracht, Ovadia zu werden, Ager Edomi. Steht geschrieben in Gan Eden, in dem ersten Tor von Gan Eden, wer ist der Besitzer? Wer? Ovadia. Ovadia ist der
Erster, der sitzt in Gan Eden und er prüft auch, hör mal gut zu, auch gute Goyim. Also auch gute Goyim, wenn sie waren gut in dieser Welt und sie haben sich gut benommen mit Menschen, mit Jiden, mit Israel, mit Torah-Gelehrten und noch mehr. Oben, wenn sie kommen, sie brauchen nicht jetzt konvertieren, so wie Ovadia. Ovadia hat schon die Arbeit gemacht. Ovadia sitzt im ersten Tor von Gan Eden und er prüft alles. Gut. Fragt der Serashim schon, sagt Rabbi Yitzchak in Sanhedrin, Seite 39, sagt Achav, also gibt eine komische Pasuk in Ovadia, in Melachim 2,4. Dass es war ein König Achav und sein Schatz- und Finanzminister war Ovadia, aber Ovadia war eine gottesfürchtiger Meod, sehr große gottesfürchtiger. Das steht über niemand geschrieben, über Abraham steht geschrieben, jetzt weiß ich, dass du bist Jere Elohim, gottesfürchtiger. Steht nicht geschrieben, nicht mal über Abraham, Jere Elohim Meod. Nur über Ovadia steht geschrieben, Jere Elohim Meod. Sagt der Serashim schon, sehr interessant. Achav hat sich beschwert bei Ovadia, wieso bekomme ich keine Segen wegen dir? Als Jakob war bei Lavan, hat Lavan, sein Schwiegervater, Segen bekommen. So wie es steht geschrieben, da sprach Lavan zu ihm, möchte ich doch Gunst in deinen Augen gefunden haben, mir Anhalt, ob Gott mich um dein Entwillen gesegnet habe. Also, Lavan sagt in Pasuk 27, mir ahnt, ich habe geahnt, was ist ahnen? Ahnen, er glaubte an Vorbedeutungen. Ich habe in meine Ahnung erprobt. Also Lavan war ein magischer Zukunftswahrsager, schwarze Magie. Ich weiß nicht mehr, wie, das ist so eine Ahnung. Der hat genommen so einen Nargal, ein Kopf von einer Hand. Und ich will euch nicht jetzt belasten mit den ganzen, weil meine Jurien gucken auch Leute, die haben das nicht verdient, alles zu hören. Deshalb, ich werde euch das nicht sagen, genau, alle seine schwarze Magie. Aber Lavan hatte schwarze Magie, um zu ahnen, um zu profitieren, zu Prophezeiungen, um die Zukunft zu sehen, okay? Er war ein Wahrsagerei. Und Lavan hat geguckt auf Jakob. Der Mann, der, sag mal, der bringt mir Glück oder nicht? Also kennt ihr die Leute? Aber was sagst du über diesen? Ja, er bringt dir Glück. Ich hasse ihn, weil ich habe durch meine Ahnung geprobt und ich habe einen Segen zu mir bekommen. Warum? Bis dass du bist gekommen, Jakob, bei mir ist geboren nur Meidalach. Von der offiziellen Frau Rachel und Lea und von den Kebsweiben Bila und Silpa. Also, und seitdem Jakob ist gekommen, was hat er? Söhne, 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 Söhne. Also, die ganze Mischpoche von Lavan ist volle Söhne. Jetzt hör mal zu, ich will euch etwas sagen. Klingt vielleicht nicht chassidisch, aber sehr jüdisch und sehr in die alten Zeiten für den Beruf, für den Reichtum. Man wollte Jüngerlach. Also, eine Junge kann gehen, arbeiten, das nennt man Zayad Lakat, Sammlers und Jägers. Weißt du, was ich meine? Also die Jungs haben gearbeitet schwer im Feld. Und Lavan hat gesagt, oh, Jingalach, super. Und es steht sogar geschrieben, dass Rachel war so verwöhnt. Das war eine Ausnahme, dass sie gegangen Wasser schöpfen von den Brunnen. Das ist die Wunder. Also Rachel ist nie gegangen, regelmäßig zu den Brunnen schöpfen Wasser. Es war eine... Ja, Mädel, die geht nicht, sie bestellt die Wassergetränke nach Hause, sie geht nicht schleppen Kiste nach. Also es gibt eine Firma, die liefert Wasser. Auf jeden Fall sagt Achav zu Ovadia,
Laban wurde gesegnet durch Jakob. Potiphar wurde gesegnet durch Josef. Wieso? Lokamavrich, bitte. Er sagte auf Aramäisch, warum? Mein Haus, mein Stub ist nicht gesegnet. Was ist Segen? Was ist Segen? Segen bedeutet Bracha. Sagt der Serashim schon etwas sehr, sehr interessant. Bracha bedeutet doppelt, doppelt, doppelt. Wie schreibt man Bracha? Bet, Reish, Chaf und Hey. Bet ist 2. Was ist 2? Doppelt von 1. Was ist Reish? 200. Was ist 200? Doppelt von 100. Was ist Chaf? Chaf ist 20. Doppelt von 10. Also alle Ziffern lach. 1, Yechidot, Esronim, Vemeot. Also Einzelein, Zentliker und Hunderters. Also es gibt Leute, die bringen dir Segen in Achadim, in Einziffer. Es gibt Menschen, die geben dir Segen in Zehnfach. Und bei Yitzchak zum Beispiel steht geschrieben, Mea Shearim, also Bracha. Was ist Bracha? Richtige Bracha, hör mal gut zu, ist mehr als 100%. Verstanden? Also wenn du hast bei dir mehr als 100% Bracha, das ist schon pur von Hashem. Normale Sachen in dieser Welt, diese Investitionen kriegst du. 1%, 2%, 10%. Wenn jemand bietet dir einen Gewinn mehr als 10%, glaube nicht. Etwas stimmt nicht. Nur Zinsen von Bank kannst du denen glauben, aber nicht, dass er dir gibt. Gib nicht in dieser Welt Messias. Auf jeden Fall. Achav beschwert bei Ovadia, wieso wegen dir gibt das nicht dem Segen. Veyesh lomar. Jetzt kommt der Serashim schon und er beendet seine Idee. Veyesh lomar, es gibt zu sagen, auch in dem Haus von Demitri, von Potiphar, soll nicht die Bracha kommen. Aber Potiphar hat gegeben Josef alles, was er hat. Als ob Josef ist der Herr und der König am Allem. Er hat ihm gegeben sozusagen komplette Vertrauen und Vollmacht. Aber Ovadia im Achav, es war nicht da. Es war eine andere Chefin, die hieß Isabel. Isabel war die Frau von Achav. Der Mann war nur so eine Puppe. Der war so eine, weißt du, so eine Schmendrick. Der war kein Werbesäulekönig. Er war eine... seine Frau Isabel war Sarah Netanyahu. Also sie war... Es gibt in Israel Minister, heißt Sar. Man sagt einen Witz, es gibt noch einen Sar, Sarah Netanyahu. Also noch eine Minister. Also Achav war kein König, der war kein Mann. Er hat nicht getroffen Entscheidungen bei Finanzen. Sagt der Serashim schon, der Haus hat ihm nicht gehört, der Königschaft hat ihm nicht gehört. Und darum, es ist nicht zu vergleichen zu Potiphar und zum Lavan, dass sie haben weggelassen die Gedanken und die Sorgen von Vermögen und von zu Hause und sie haben das gegeben in die Hände von Jakob und Josef. Und darum, wenn die Frau von Potiphar rennt nach Josef, ein Jahr, und sie will mit ihm und sie sagt ihm, lege dich zu mir. Was sagt er? Und alles, was ihm ist, hat er in meine Hand gegeben. In diesem Haus ist niemand größer als ich. Nicht das Geringste hat er mir vorenthalten, außer dich, indem du seine
Frau bist. Wie soll ich nun eine so eine große Schlechtigkeit begehen und mich gegen Gott versündigen? Also, sagt der Serachim schon, daher sieht man von der Tora und von der Deklaration von Josef zu Selika, die Frau von Potiphar, dass alles war in seiner Hand. Und auch Jakob hat gebracht Lavan so eine Bracha, dass keine Schäferle, keine Rind, es war keine Pandemie, keine Dieberei, keine Tiere sind gestorben. Wenn jemand versteht in Landwirtschaft, es gibt so viel Unglück in die Parnasse, auch in Landwirtschaft, auch in Landbauerei. Die haben auch große Balagan. Ihr Leben ist nicht nur Marshmallow. Die essen auch viel Lokschen. Sie haben auch viel Schwierigkeiten. Aber hier kann man, du willst Segen haben in dein Leben, sagt der Serachim schon. Sag Hashem, du bist alles über meine Vermögen, über mein Haus. Alles ist von dir. Wenn ich was bekomme von dir, gebe ich 10% ein Torah-Gelehrter, um gesegnet zu werden. Und es ist sehr schwierig. Ein Mensch gibt, er gibt. Klar, er gibt. Aber 10%, so wie hat Jakob versprochen, ist sehr schwierig. Es gibt wenige seltene Leute, die geben genau 10% von das, was sie haben. Es ist eine große, große Prüfung. Und deshalb, Ovadia hat von seinem eigenen Geld 100 Propheten finanziert. Und er ist gestorben mit vielen Schulden. Und seine Frau hatte 2 Kinder. Und der König Jehoram wollte nehmen die 2 Kinder zu Sklaven zu sich. Was hat sie gemacht? Sie ist gegangen zu dem Grab von ihrem Mann, Ovadia. Ich war auf diesem Grab in Baram. Galil, ganz oben. Vor ein paar Monaten war ich dort. Das ist das erste Mal, wo eine Frau betet am Grab von ihrem Mann und ihr Mann antwortet sie. Und er hat sie geantwortet, geh zu Elisha. Und dann geht sie zu Elisha und sie sagt, es ist gekommen jetzt der Geiselnahme, um zu nehmen meine Kinder, was soll ich machen? Sagt er, was hast du? Sie hat gesagt, ich habe ein paar Gefäße. Und er hat das gefüllt mit Öl. Und er hat gesagt, du wirst bezahlen die Schulden und von dem Rest wirst du noch leben bis Ende deines Lebens. Da sieht man, dass wenn jemand tut was Gutes zu den Propheten, so wie Ovadia hat gemacht, Hashem lässt ihn nicht in Stich. Nicht in dieser Welt und auch nicht in kommende Welt. Soll dieses Shiur soll sein, le refuah shlema von Elia, der Sohn von Yehudit und Joshua, Elia, Oriel, Noach, volle Namen, Ben Yehudit, volle Genesung, refuah shlema, es gibt keine Ende zur Sicherheit, zu Gebete. Und wenn jemand will jetzt was fragen über dem Shiur, was wir haben gelernt heute, sehr gerne, bitteschön. Eure Fragen sind wichtig, weil sie befruchten und bereichern unsere Shiur. Wirklich, es ist wichtig. Ihr sollt nicht schüchtern zu fragen. Aber wenn es alles klar, dann ist wunderbar. Shkoyach.